Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Und ja, Erinnerungen aus dem Trierer Fanblock für Spargel, der ja vor 3 Jahren ganz tragisch zu Tode gekommen ist. Aber kein Zugriff, weil er der Einzige ist, der hier mitpresst. So, schöner Ball, wieder auf Maxim Burkhardt, rechte Seite diesmal. Flach gespielt und da ist Brandscheid und den muss er doch setzen. Ja. Selbst überrascht, dass der Ball da, glaube ich, so durchkommt, aber... Der muss drin sein. Der muss drin sein. Da sehen wir es nochmal. Super gemacht. Und Brandscheid... Ja, und auch wir würden uns natürlich da drüber freuen. Schöner Ball. Ja, da ist ein bisschen Raum für König. König zieht in den 16er auf der ungewohnten rechten Seite. Und der Ball wird gerade so noch gerettet von Gerz vor Vincent Bösen. Da sehen wir es nochmal. Also für ihn die ungewohnte, die rechte Seite. Und dann der Ball in die Mitte. Und dann knapp vor Bösen. Jetzt Maurer mit einem langen Ball, wird verlängert von Bösen. Da kommen sie durch. Durchgelassen. Ja, da war die Hand draußen am Trikot von Maurice Roth. Und es gibt... Was? Notbremse, rote Karte. Da gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit. Also Ali, gucken wir uns das nochmal an. Da sehen wir schön den Ball durchgelassen. Ja, und Roth hat da nur noch den Torhüter. Aber da war ein Spieler direkt daneben. Und hier ja, es war Njai. Also Njai hätte auch noch reinziehen können. Also, es ist eine überharte Entscheidung, in der Situation auf Roth zu entscheiden. Also wenn die gegen uns gefallen wäre, wären wir hier an die Decke gegangen. Definitiv. Ich bin mal so frei, das zu sagen. Ja. Ich würde jetzt sagen, so mit Nachspielzeit und Trinkpause inkludiert vielleicht nur so 15 Minuten Spielzeit in der ersten Halbzeit. Und haben ja noch 15 Minuten Zeit, hier noch erfolgreich zu werden. Jetzt aber erstmal der Fehler. Nee, Ball war meines Erachtens nicht hinter der Linie. Schiedsrichter zeigt es direkt an. Riesending hier für Koblenz nach diesem Schlafwandler von Christopher Spang. Live-Bild. Ja. Vincent Bösen jetzt in einer Tiefer-Special-Position. Das Ding und ja, Ball vor der Linie. Korrekt entschieden. Christopher Spang, jetzt mal ein bisschen Platz auf rechts zu Maxim Burkhardt. Er kann jetzt Meter machen. Im 16er Maxim Burkhardt. Und dann ist der Ball im Tor. Und der Torschütze heißt Maxim Burkhardt. Und da sieht Gerz überhaupt nicht gut aus in seinem Gehäuse. Und Burkhardt, der ist hier am Pumpen, holt sich gerade die Glückwünsche seiner Teamkameraden ab. Und das war ein Alleingang und den hat es ja auch gebraucht, um das erste Tor zu erzielen in der 44. Spielminute. Nicht schön, aber soll es egal sein. Aber es heißt nicht schön, das war ein Top-Alleingang über die rechte Seite. Und dann hilft halt Pascal Gerz im Kasten der Koblenzer ein bisschen mit. Da sehen wir es. Also da hat er viel Raum, aber auch noch viel Wegstrecke hinter sich zu bringen. Und dann mit seinen langen Beinen zieht er in den 16er, wird nicht richtig gestört. 40. Spielminute. Ja. 1:0. Und die kurze Ecke wird da einfach nicht gut zugemacht. Guter Einsatz da von Moritz Roth. Gute Zweikampfführung. Jetzt super Trick von Kincher. Matteo Biondic. Ja, auch Biondic super in den Lauf von King Kincher, der hier zum 2:0 verwandelt. Und das war eine hervorragende Vorarbeit von Matteo Biondic. Und Kincher dann mit einem richtigen Strahl. Und auch auf der Bank ist die Freude natürlich riesig. Und da sehen wir ihn nochmal und er zeigt es an. Sehr wahrscheinlich hatte ihm Maurice Roth vor dem Spiel 0:2 irgendetwas in der Richtung gesagt.
Und natürlich gibt es das nochmal zum Genießen. Erst Matteo Biondic, der hier seinen Gegenspieler vernascht mit dem Pass in den Lauf von Dominik Kincher und dann Kincher ins lange Eck oben rein. Was für ein Geschoss! Also für mich ist es Kincher, der hier zum Kosmonauten sich entwickelt. Ja, den Angriff kannst du eigentlich besser nicht ausspielen. Kincher selber super eingeleitet und dann auch die Täuschung, der Trick von Matteo Biondic. Gut gesehen. Maxim Burkhardt nochmal auf rechts, wird ein bisschen Platz. Jetzt der Ball in die Mitte. Und das 3:0. Es wirkt zuerst ein bisschen amüsant, wie sie da den Ball über die Linie bugsieren. Aber es ist ein Tor. Ich habe noch nicht rausgefunden, wer es war. Müsste Matteo Biondic dann per Kopf gewesen sein, der den Ball über die Linie gedrückt hat. Ich gebe das Tor jetzt einfach mal Biondic. Und da ist jetzt die Entspannung auch angekommen auf der Bank und bei Stefan Fleck. So, da sehen wir es nochmal. Wieder super durchgesetzt. Maxim Burkhardt. Und Uli schafft es noch nicht. Dann ist es Matteo Biondic. Auf Höhe der Grasnarbe mit dem Kopf. Toller Einsatz von allen dreien. Ja, gute Körpertäuschung, Burkhardt. Ah, kommt doch noch an. Und dann der Schuss. Wow, was für ein Ding von Dominik Hinscher. Was für eine Rakete hier bei Kosmos. Was packt der denn da für einen Strahl aus? Unfassbar. Da belohnt er sich selbst, aber auch die Mannschaft mit dem vierten Treffer. Und ja, die Körpersprache sagt alles. Den wollte er genau so setzen. Was für ein Ding. Unfassbar. Da hat er gar nicht erst um Starterlaubnis gefragt. Krasser Schuss. Krasse Rakete von unserer 18. Von Dominik Kincher. Halbwegs aus dem Nichts. Da sehen wir es nochmal. Da dachte ich schon, der Ball wäre weg. Aber nee, er kriegt ihn durch die Hosenträger. Maxim Burkhardt und Kincher aus gut 20 Metern links oben. Da hat nichts mehr dazwischen gepasst. Und da sehen wir die Reaktion der kompletten Bank. Und alle sind zufrieden. Zumindest auf der rechten Seite der Tribüne. Und jetzt fallen sie alle über ihn her, alle über Dominik Kincher, der sich hier ein nach dem anderen ein Sonderlob ergattert. Kinchi, eingewechselt, Tor geschossen und dann, ich komme ja noch dazu, und dann so eine Rakete hier ausgepackt gegen Kosmos. Du musst doch jetzt eine Brust haben, die breiter ist als die von Hulk Hogan. Ja, erstmal danke. Aber ich habe das Spiel heute auch nicht alleine gewonnen. Ne? Die Jungs erste Halbzeit haben einen riesen Job gemacht. Und dann ist es halt einfach unser Plus aktuell, dass wir halt so eine Bank haben und die Belastungssteuerung so fortsetzen können. Und ja, die Jungs brennen. 10 von 10. Ja, es geht nächste Woche Freitag weiter. Absolut. Man hatte über die ganze Spielzeit hatte man das Gefühl, dass ihr immer einen Schritt schneller wart und immer mehr bereit wart, diese Bedingungen hier auch mit 33 Grad anzunehmen. War es heute wieder so, dass der Wille entschieden hat und am Ende die Qualität? Ja, auf jeden Fall der Wille. Bei den Temperaturen dann noch in Schwarz heute ist halt ist brutal. Aber das war uns direkt klar. Wir müssen heute den Kampf annehmen und müssen... ja, alles reinhauen und das haben wir gemacht. Deswegen haben wir gewonnen. Du musst zur Mannschaft. Kinchi, nochmal. Unglaubliche Rakete, die der Junge da ausgepackt hat. Also nochmal eine extra Portion Stimmung für nach Hause als Einladung für den Freitagabend, wenn unsere Eintracht auf Quirschi trifft. Maxim, Glückwunsch.
Du hast hier den Auftakt bereitet zu diesem Sieg am Sonntagnachmittag mit deinem tollen Alleingang über die rechte Seite. Damit der Dosenöffner. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie schwer war das heute? Erstens gegen eine Wundertütenmannschaft, zweitens bei den klimatischen Bedingungen im schwarzen Dress. Ja, erstmal Dankeschön. Ich muss natürlich sagen, bei so einer Hitze, das ist unfassbar schwierig so zu spielen hier. Aber wir haben es einfach gut gemacht, wir haben die ganzen Wochen hart gearbeitet und haben es einfach verdient. Das absolut. Man hat dir eigentlich gar nichts angemerkt. Von der ersten bis zur letzten Minute gelaufen wie ein Duracell-Häschen. Immer wieder über die rechte Seite, immer wieder gefährliche Flanken und Aktionen gebracht. Von daher, wie stolz bist du auch persönlich auf deine Leistung? Denn du hast hier wirklich heute maßgeblich für den Erfolg mitgesorgt. Ja, ich bin natürlich unnormal zufrieden. Tor gemacht, auch in zwei Vorlagen. Das ist einfach ein geiles Gefühl, auch für die Truppe. Absolut. Dann lasse ich dich jetzt weiter feiern und nochmal herzlichen Glückwunsch. Rechts von dir singen gerade 600 Mitgereiste mit deiner Mannschaft. Spitzenreiter, Spitzenreiter, 10. Spiel, 10. Sieg. Wieder zu Null, 4 Tore geschossen. Ein wunderschönes von Dominik Hintscher. Wieder auch die Leute von der Bank, die funktioniert haben. Wieder Belastungssteuerung. Eigentlich immer wieder das gleiche Muster, Thomas, was hier zum Erfolg führt. Von daher alles richtig gemacht. Ja, die Jungs haben alles richtig gemacht. Wenn man 4-0 gewinnt, wunderbar. Also du hast angesprochen, 600 Fans wieder dabei an einem Sonntag. Mittag bei gefühlt 40 Grad in der Sonne. Traumhaft, also das ist eine Reise bisher, die echt so gar nicht enden braucht. Du sagst es, 10 Spiele, 10 Siege, das ist unfassbar. Die Jungen liefern Woche für Woche oder jetzt die dritte englische Woche in Folge ab. Irgendwann werden wir mal reif sein, aber dass es immer noch schaffen, noch einen draufzusetzen, dann ehrlich dann auch heute, egal Widerständen, trotzen, Spieler fallen aus, andere kommen, springen in die Bresche. Also es ist eine wunderbare Mannschaft, die wir hier zur Verfügung haben. Und dann kommt das auch nicht von ungefähr und ist echt eine super Momentaufnahme. Absolut. Und was mich darüber hinaus sehr beeindruckt, ist die Tatsache, auch die ganzen Youngsters, die funktionieren auch alle, als hätten sie noch nie was anderes gespielt, als Herrenfußball auf dem Niveau abzuliefern. Ja, absolut bemerkenswert. Ich habe es ja am Mittwoch in der Pressekonferenz schon mal gesagt, da sind sie komplett vorangegangen. Ömer, Jawutz, Noah Herber und Maxim Burkhardt, als er dann reinkam. Heute von Anfang an, Maxim, mit dem Tor, immer wieder diese tiefen Läufe, Tore vorbereitet. Also Chapeau, was der Junge hier Woche für Woche abreißt. Und wenn er mal eine Pause braucht, dann ist der Nächste da. Dann spielt Noah für ihn das genauso gut und zieht für uns das Spiel in Wald-Algesheim mit 2 Vorlagen. Und dann können natürlich auch dann auch alte Revierte wie ein Robin Garnier oder Daniel Hammel dann auch ihre Verletzungen auskurieren. Kevin dann hoffentlich irgendwann auch wieder zur Verfügung stehen. Und das freut einen natürlich, dass die Jungs so aus dem Nachwuchs so abliefern und macht mich echt stolz. Ja, die haben sich echt ein Sonderlob verdient. Aber auch das gesamte Team, also schwere klimatische Bedingungen hier auf dem Koblenzer Oberwert. Eine Mannschaft von Koblenz, die sich gewehrt hat, selbst wenig kreiert hat, aber sich sehr, sehr dolle gewehrt hat. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, unsere Eintracht immer einen Schritt schneller, immer kampfbereiter, immer laufbereiter. Was hast du denn heute Morgen gesagt? Ja, genau das ist. Heute sind wir noch nicht reif. Heute werden wir über den Schweinehund gehen, wie du sagst, von der ersten Minute an. Und ich fand, die erste 20, 30 Minuten ist das Beste, was wir in der Saison zum Teil gespielt haben, weil der Gegner viel, viel Qualität hat. Ja, auch wenn sie noch nicht so gefestigt sind mit ihren Automatismen, aber es ist eine hohe Qualität, die sie hier zusammengestellt haben als Aufsteiger. Dafür großen Respekt. Und ich wusste, wir müssen heute von Anfang an, gerade bei diesem Wetter, ein sauberes Passspiel haben, eine hohe Konzentration. Und da haben wir uns so zurechtgelegt, dass dann die rote Karte kommt. Die hat erstmal überhaupt nicht geholfen. Da ist Kosmos dann einen Schritt mehr gelaufen gefühlt als wir. Das ist dieser Klassiker im Fußball. Aber es war klar, dass bei diesem Wetter hinten raus natürlich einmal mehr dann auch das Zündlein für uns endlich zum richtigen Pendel ausschlagen lässt.